Verdammt. Wow. Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal wieder mit einem Unboxing. Ja, der Arschbomben King hat mir ein paar Dosen geschickt. Und ja, packe ich sie mal aus. Also ich kann schon mal verraten, dass hier zwei Stück drin sind. So wie ich den Arschbomben King kenne, ist hier wahrscheinlich auch irgendeine Überraschung drin. Irgendwie so. So, ich hoffe, ich habe jetzt wieder nicht zu tief geschnitten. Nee. Ja. Alles gut gegangen. So. Hier sieht man das. Ist gut verpackt. Ja. So, weiter geht's. Kleiner Unfall mit dem Stativ. Ja, Rockstar. Von einem Tray, denke ich mal. Hier, überall mit Papier. Steht nichts drauf. Oh, ich dachte, hier ist hier was drin. So, da sieht man schon die ersten Dosen, beziehungsweise die zwei Dosen. Ja, hole ich mal die erste raus. Die Rehab Orangeade Iced Tea. Ich wollte sie schon immer mal probieren. Und jetzt endlich habe ich sie mal. Vielen Dank an den Arschbomben King, dass er mir sie verkauft hat. Ja, richtig awesome. Kommt natürlich auch ein Review zu. Ich bin sehr gespannt auf die Dose. Hat auch soweit eigentlich keine Dellen. Außer hier so ein bisschen, aber es kann auch sein durch das Paket hier. Aber naja. So, komme ich zur zweiten Dose. Eine Premiere für mich. Beziehungsweise auch für meinen Channel. Und zwar eine 24 Ounce Mega Monster Original aus Amerika. Ja. Richtig awesome. Also richtig, richtig nice. Freue ich mich richtig drüber. So. Das Paket hier beiseite stellen. Ich liege drin. Mit ein paar zerfledderte Packteile von einer Bubbleberry. Von einem Bubbleberry Tray. So, zurück zur Dose. Finde ich richtig nice. Fehlt wie gesagt mal in meiner Sammlung. Meine erste 24 Ounce Dose. Allgemein und auch von Monster, beziehungsweise erste Energy 24 Ounce Dose. Ich habe ja schon von Arizona 24 Ounce Dosen, beziehungsweise 23,5 Ounce, also, und ja, auch hier die erste mit Twist Top. Richtig, richtig nice. Ja. Bin echt überrascht, wie groß diese Dose wirklich ist. Ich kann das ja hier nochmal im Vergleich stellen. Das ist meine Mega Monster, nicht das, was wir in Deutschland hier haben. 710 Milliliter. Ja. Sowas müssten die echt mal in Deutschland hier einführen. Auch mit so einem Twist-Top. Und diese Größe. Ist auch meine erste Original Monster aus Amerika. Ich hatte eine aus Kanada. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob die gleich sind mit den amerikanischen, das weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, ist trotzdem meine erste direkt aus Amerika und meine erste Mega Monster, beziehungsweise 24 Ounce Dose. Ja, dies sind hier die zwei Dosen nochmal, finde ich richtig, richtig nice. Vielen Dank nochmal und ja. Wir sehen uns bei den Reviews wieder. Also hierzu weiß ich nicht, ob ich ein Review machen werde. Aber wenn, dann mit einem Vergleich zu einer deutschen. Entweder seht ihr hierzu ein Review mit dem Vergleich mit einer deutschen. Oder halt einfach gar nicht, weil es halt, ne,
es ist eine normale Monster und ich glaube, die meisten wissen halt, wie sie schmecken. Bloß, dass sie halt etwas größer ist. Ja. Na gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. If you want that, baby, I got it.